auf eine Melange mit Musalek. Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder bei uns hier im Klangtheater des Radio Kulturhauses dabei sind, wenn wir Dr. Michael Musalek eine Melange servieren. Das Thema heute ist aktuell. Es hat mit dem Advent, es hat mit Weihnachten zu tun. Es geht ums Schenken und ums Beschenktwerden. Dr. Michael Musalek hat den Lehrstuhl für Allgemeine Psychiatrie an der Sigmund-Freud-Universität in Wien inne und lehrt und forscht am Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit über die schönen Aspekte des menschlichen Zusammenlebens und wie sich dies auf unsere Gesundheit auswirkt. Schenken ist schwer, sich beschenken lassen noch mehr, so lautet ein Sprichwort, Weihnachten als Fest des Schenkens. Alle Jahre wieder dürfen wir uns auf diese schönste Zeit, vielleicht schönste Zeit des Jahres freuen. Es gibt aber doch viele Menschen, die um diese Jahreszeit und bei dieser Gelegenheit nicht immer nur Freude erleben. Es gibt ganz offensichtlich, Herr Professor, einen Unterschied zwischen Schenken und Beschenktwerden einerseits und Geben und Nehmen andererseits. Wo würden Sie denn da die Trennlinie ziehen? Schenken könnte man als eine besondere Form, als eine sublime Form des Gebens definieren, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen und ohne, dass man wieder das, was man gibt, zurückhaben möchte. Das ist auch der Unterschied zum Tauschhandel, wo es darum geht, dass man auf der einen Seite etwas gibt und dafür etwas zurückbekommt, beziehungsweise auch der Unterschied zum Verleihen, wo man jemanden etwas nur über eine gewisse Zeit überlässt und dann es wieder zurückfordert. Dieses Schenken hat letztlich drei Anteile. Der erste Anteil ist derjenige, der schenkt. Der zweite Anteil ist der, der beschenkt wird. Und dann gibt es eben noch das Geschenk. Und diese drei Anteile sind in einem engen Wechselspiel miteinander. Und je nachdem, ob dieses Zusammenspiel ein harmonisches ist, wird es ein schöner Akt. Oder wenn es ein disharmonischer ist, dann wird es ein problematischer Akt. Ein Geschenk. So definieren zumindest Afke Comter und Wilma Volleberg, beide Soziologinnen an der Universität Utrecht, ist eine Gabe, die freiwillig anderen gewährt bzw. überlassen wird, ohne dass dafür etwas als Gegenleistung verlangt wird. Allerdings sind mit den Geschenken bzw. mit den Schenken in der Regel auch schon Erwartungen an zukünftige Gegenleistungen verbunden, die entweder von materiellen oder sozialen bzw. psychologischen Nutzen sind oder zumindest eine positive Veränderung der Beziehung von Schenkenden und Beschenkten bewirken sollen. Also am ersten Blick hätte man den Eindruck, dass es hier um keine Gegenleistung geht, aber eigentlich schwingt eine solche Gegenleistung immer mit. Das Wort Schenken, über das wir übrigens sehr froh sein dürfen, die Engländer haben ein solches Wort überhaupt nicht. Sie müssen es umschreiben, also ein Geschenk geben, jemanden überlassen oder etwas Ähnliches, aber das Wort Schenken direkt haben sie nicht. Dieses Wort Schenken kommt aus dem Althochdeutschen Skenkan und war der Willkommensdrank und die Willkommensspeise, wenn ein Fremder zu jemandem gekommen ist. Also es kommt eigentlich von Einschenken, dieses Wort Schenken. Und erst im späten Mittelalter ist es dann ausgeweitet worden, dass man verschiedene Dinge damit meint, die man hier weitergeben kann. Und das Wesentliche an diesem Akt, an diesem Schenkungsakt und dem Akt auch des Beschenktwerdens, ist die Reziprozität. Das heißt, dieses Hin- und Herfließen, Reziprokare heißt ja Hin- und Herfließen direkt übersetzt, also dass hier eine Wechselbeziehung auf Augenhöhe letztlich stattfindet. Es ist schon ein Austausch, dieses Schenken, und da gibt es eine Fülle von Austauschtheorien, die alle letztlich auf ethnografische Untersuchungen zurückzuführen sind oder anthropologische Untersuchungen zurückzuführen sind, vor allem von Marcel Mauss, ein französischer Ethnologe, und auch Bronislaw Malinowski, der
ein Sozialanthropologe in Krakau, der sich damit beschäftigt hat, wie das in archaischen Kulturen stattfindet. Denn das ist so, der erste Austausch ist eigentlich ein Schenken und ein Beschenktwerden und damit aber auch einen Ausgleich herzustellen. Und dieser Austausch kann nun ein ökonomischer Austausch sein. Also da geht es um den Preis des Geschenkes. Der kann zu niedrig sein oder er kann zu hoch sein oder er kann eben angemessen sein. Es kann aber auch ein sozialer Austausch sein. Da geht es um den symbolischen Wert eines Geschenkes. Da geht es also nicht darum, ob das jetzt so und so viel kostet, das Geschenk, und wenn ich dann ein Gegengeschenk mache, dann muss es ungefähr gleich viel kosten, sondern da geht es darum, dass man sich Zeit nimmt, um das Geschenk auszusuchen, dass man empathisch auf den anderen eingeht, um das richtige Geschenk zu finden. Man könnte sagen, es geht darum, wie liebevoll wir dieses Geschenk dann weitergeben oder nicht. Und eine Sonderform dieses sozialen Austausches ist Überraschung. Da liegt der Wert letztlich darin, dass man genau das trifft, was der andere sich eigentlich gewünscht hat, aber er sich nicht erwartet, dass er dasjenige bekommen hätte. Und wenn wir aber jetzt diese Reziprozität verletzen, dann kann das zu massiven Schwierigkeiten führen, denn gerade die Geschenke mit symbolischem Wert werden eher von Menschen gemacht, die sich sehr gut kennen, die also in einer engeren Beziehung leben. Und da sind natürlich die Auswirkungen dann, wenn die Reziprozität nicht passt, also wenn der eine sich sehr viel Gedanken macht und der andere halt so im Vorbeigehen ein Sonderangebot oder einfach mitnimmt auf die Billige, dann kommt es zu großen Schwierigkeiten. Es gibt aber dann noch einen dritten Bereich, und das war Russell und Belk und Gregory und Kuhn, die haben gesagt, es ist nicht immer nur ein Austausch, sondern es gibt auch den Typus des uneigennützigen Schenkens. Das heißt, da habe ich keinen unmittelbaren Nutzen daraus, weder über den symbolischen Wert noch über den ökonomischen Wert. Und sie definieren dieses uneigennützige Schenken, das sie übrigens Agapic Love Paradigm nennen. Also es geht um Agape, über die wir auch hier schon einmal gesprochen haben. Und sie definieren das so: in der uneigennützigen Liebe verliert die Reziprozitätsregel vollständig ihre Bedeutung. Die agapische Liebe drückt sich dadurch aus, dass Geschenke ohne unmittelbares Eigeninteresse, selbstlos und ohne Erwartung einer Gegenleistung erfolgen. Wobei auch hier es eigentlich nicht stimmt, dass man sich nichts erwartet, denn das, was bei diesem selbstlosen Geschenk der Nutzen ist, ist die Freude. Ist die Freude, die der andere hat mit diesem Geschenk und auch zeigt, ist aber auch die eigene Freude, die man hat, jemand anderen eine Freude zu machen. Sie haben jetzt schön den Terminus des Schenkens und Beschenktwerdens dekliniert. Wo ist eigentlich der Bezug zu Weihnachten? Weil das ja gerade jetzt, warum schenken wir gerade zu Weihnachten uns gegenseitig vieles? Feste sind im Allgemeinen Orte bzw. Situationen, wo wir gerne etwas schenken. Also Feste sind Anlass zum Schenken. Denken wir an Geburtstagsgeschenke, Namenstagsgeschenke, Hochzeitsgeschenke, aber auch bei Promotionsfesten, Matura-Geschenke, also bei Jubiläen aller Art schenken wir. Und Weihnachten ist natürlich ein ganz besonderes Fest und daher wird auch zu Weihnachten ganz besonders viel geschenkt. Und Bernd Strauß, der Inhaber des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität in Eichstätt-Ingolstadt, hat jetzt vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Titel Das perfekte Geschenk zur Psychologie des Schenkens. Also all die, die ein perfektes Geschenk machen wollen, sollten sich dieses Buch durchaus zu Gemüte führen. Und dort schreibt er: Weihnachten ist seit langem der größte und wichtigste Konsumanlass für Geschenke. In Deutschland beläuft sich der Umsatz des Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft des Jahres 2020
auf 103,9 Milliarden Euro. Und das sagt uns relativ wenig, aber wenn wir es auf die Einzelperson herunterbrechen, dann heißt das, dass durchschnittlich 281 Euro von deutschen Verbrauchern für Weihnachtsgeschenke ausgegeben worden sind. In der Schweiz sind es 327 Euro. Und wir Österreicher führen hier die Rangreihe an mit 364 Euro. Also 364 Euro gibt Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt aus, um Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Und in diesem Buch, Das perfekte Geschenk, ist auch ein Kapitel mit dem Titel Der Weihnachtsmann ist eine Frau. Und das stimmt auch. Die Weihnachtsmänner sind keine Männer, sondern sind Frauen, denn Frauen schenken wesentlich häufiger, haben auch eine wesentlich positivere Einstellung zu Geschenken. Das konnte man in Studien in den USA, aber auch in der westlichen Welt mehrfach belegen. Sie sind auch diejenigen, die viel länger sich Zeit nehmen, um ein Geschenk auszusuchen. Gar nicht selten suchen sie auch die Geschenke für all jene aus, die dann andere schenken. Also so in Familien ist es dann meist die Frau, die alles einkauft und plant und die anderen dürfen es dann übergeben, diese Geschenke. Also, und sie haben auch wesentlich mehr Überlegungen und viel mehr Empathie bei den Geschenken. Also das ist sehr eindeutig, sodass den Weihnachtsmann als Mann auftreten zu lassen, ist eigentlich eine unzulässige Verzerrung der Realität. Nun, warum schenken wir gerade zu Weihnachten? Das war ja Ihre erste Frage. Es ist natürlich das Weihnachtsfest selbst schon ein Geschenk. Es ist ja die Geburt Christi letztlich, die hier gefeiert wird. Ist ein ganz besonderes Fest, das übrigens relativ spät erst zu einem christlichen Fest geworden ist, erst im 4. Jahrhundert überhaupt dazu geworden ist, im ersten konstantinopelischen, also bei der ersten großen Zusammenkunft, am ersten Konzil, beim Konzil in Konstantinopel. Und seit damals feiern wir eben an diesem Tag die Geburt Christi, den Neubeginn eigentlich einer neuen Zeit. Und damit ist es auch sehr klar, dass wir gerade zu diesem Zeitpunkt ganz besonders gerne auch anderen etwas schenken. Was kann man denn schenken oder was soll man schenken? Ja, man kann letztlich alles schenken. Wenn wir an Schenken denken, dann denken wir zuerst natürlich an Dinge. Das können jetzt Gebrauchsgegenstände sein, das kann Schmuck sein, das können Küchengeräte sein, Kleidungsstücke sein, Essbares, Trinkbares. Also es gibt eine Fülle, der Fantasie ist da praktisch keine Grenze gesetzt. Wir können aber auch eine gemeinsame Zeit schenken. Wir können Zeiten gelebter Begegnung und Beziehung uns gegenseitig schenken. Man kann sich auch Erlebenssituationen schenken. Es muss ja nicht immer gleich Bungee-Jumpen sein oder Fallschirmspringen oder etwas Ähnliches, was man jemandem anderen schenkt. Aber es könnte auch ein Konzertbesuch sein, es könnte auch ein Museumsbesuch oder ein Besuch einer Diskussionsveranstaltung wie jener hier sein. Oder ein gemeinsames Fest sein. Also wir können letztlich alles schenken. Was aber viel wichtiger ist, als dass wir uns die Frage stellen, was wir schenken, ist wie wir es schenken, wie wir wann, wo, bei welcher Gelegenheit, wem etwas schenken und auch umgekehrt, wann und wo und wie wir uns von jemandem beschenken lassen. Denn das ist viel entscheidender dafür, ob das Geschenk auch wirklich den Effekt hat, dass Freude entsteht oder eben genau das Gegenteil von Freude, nämlich Enttäuschung und auch Missgunst entstehen. Es gibt verschiedenste Einteilungen von Geschenken und eine, die finde ich besonders wertvoll, die ist von Wilhelm Schmidt. Wilhelm Schmidt
ist ja der ganz große Systemiker der Lebenskunst. Also alle Dinge der Lebenskunst hat er in bestimmte Systeme und in Kategorien eingeteilt. Und er hat auch einen ganzen Katalog von Geschenken hier vorgelegt. Und das erste und an der obersten Stelle stehen die Freudegeschenke. Also das sind jene Geschenke, die dazu da sind, dem anderen Freude zu bereiten. Dann hat er eine zweite Kategorie Freiheitsgeschenke. Freiheitsgeschenke, das sind Geschenke, die dem anderen die Freiheit lassen, sich quasi auszusuchen, was er haben möchte. Also klassischerweise ein Gutschein. Das ist zwar in der Regel nicht sehr fantasievoll vom Schenkenden aus, aber beim Beschenkten gar nicht selten hat es den Effekt, dass man sich sehr darüber freut, eben nicht etwas zu bekommen, was man eh nicht brauchen kann, sondern sich das schenken zu können, was man eigentlich haben möchte. Er unterscheidet dann aber auch noch Dankbarkeitsgeschenke, also wo wir jemand anderen dankbar sind und ihm dafür quasi etwas gegenschenken, für das, was wir von ihm erhalten haben. Gerechtigkeitsgeschenke, Besänftigungsgeschenke, das ist dieser klassische Blumenstrauß, nicht, der umso größer ist, je stärker das ist, wofür man sich entschuldigen muss. Verlegenheitsgeschenke, Notgeschenke, Pflichtgeschenke, Verpflichtungsgeschenke, das ist auch eine ganz interessante Form, wenn man zum Beispiel jemand ein Tier schenkt und der muss dann die ganze Zeit aufpassen auf dieses Tier. Das ist schon, und das ist schon ziemlich nah dann beim Danaer-Geschenk, das unheilbringende Geschenk, das wir ja aus großen Erzählungen von Troja und trojanischem Pferd kennen. Beleidigungsgeschenke, man kann auch schenken, um den anderen damit zu beleidigen. Triumphgeschenke oder Gießkannengeschenke. Gießkannengeschenke definiert er so, das sind jene Geschenke, wo man so ausschwärmt und überall etwas Billiges zusammenkauft, möglichst viel, und das dann auch ziemlich wahllos an die Leute wieder verteilt. Und zuletzt nennt er dann noch die Entsorgungsgeschenke. Und diese Entsorgungsgeschenke, das sind die, die man gerne weiterschenkt. Bei Tucholsky findet man dann das mit dieser Bonbonniere, die dann über verschiedene Stufen dann letztendlich wieder beim Ursprünglichen landet. Also es gibt eine Fülle von Geschenken. Wenn wir schon jetzt zu Weihnachten über Geschenke sprechen, dann sollten wir aber eher die erste Kategorie, möglicherweise die zweite Kategorie, also die Freudegeschenke und die Freiheitsgeschenke wählen. Sie haben es vorher schon erwähnt, in einem Nebensatz, Geschenke können ja manchmal auch, also im Idealfall Freude auslösen, manchmal aber auch Enttäuschung. Also gibt es offenbar die richtigen und die falschen Geschenke. Was sind denn die richtigen Geschenke im Idealfall und was sind Geschenke, deren Übergabe man sich besser noch ein zweites oder drittes Mal überlegt? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und in der Tat auch nur sehr umfassend zu beantworten. Aber wenn ich es versuche, kurz darzustellen, dann geht es einmal um den Wert. Ich kann ein Geschenk so teuer ansetzen, dass es für den anderen überwältigend ist zwar, aber gleichzeitig ihn in eine Situation bringt, wo er auch ein so teures Geschenk eigentlich machen müsste, beziehungsweise wenn er das nicht macht, dann natürlich der Unterlegene ist. Und das wäre so ein falsches Geschenk. Ein anderes falsches Geschenk wäre einfach ein viel zu billiges Geschenk, wo man sich, also, und zwar billig nicht unbedingt nur des Preises wegen, sondern auch, weil man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat oder der andere auch dann bemerkt, der hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht, ob er mir was Schönes schenken kann oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch die Geschenke, die zum falschen Zeitpunkt gemacht werden. Also wenn man einer Partnerin oder einem Partner einen Ehering schenkt, dann sollte man schon auf den richtigen Zeitpunkt achten. Wenn das der falsche Zeitpunkt ist, dann ist es natürlich ganz schlecht. Zum richtigen Zeitpunkt ist es natürlich wunderbar. Also es geht beim richtigen Geschenk nicht nur darum, dass man quasi das richtige Geschenk wählt, sondern dass es auch zum richtigen Zeitpunkt verabreicht wird und dass es auch in richtiger Weise übergeben wird.
Also wenn das dann schön eingepackt ist und wenn das auch im Rahmen eines festlichen Aktes ist, dann wirkt dieses Geschenk natürlich ganz anders, als wenn man es so quasi mehr oder weniger irgendwo liegen lässt und halt so im Vorbeigehen jemand in die Hand drückt. Also die Wertigkeit des Geschenkes ist ganz wesentlich davon abhängig, wie wir es tun. Und das Schenken ist ja letztlich ein sozial-ästhetischer Akt. Wir können damit Beziehungen letztlich aufbauen oder auch zerstören. Weihnachten ist eine Zeit der Erwartungen, das haben wir schon kurz gestreift. Manchmal habe ich das Gefühl, dass alles Positive, das man sich im Leben erhofft, dann auf Weihnachten hin fokussiert wird, dann aber vielleicht doch nicht in dem Ausmaß oder überhaupt nicht eintrifft. Und diese Weihnachtszeit oder das Feiern von Weihnachten dann zu einer großen Belastung für die Menschen wird, die daran teilgenommen haben, und auch zu großen Enttäuschungen. Da können auch die schönsten Geschenke wohl nicht darüber hinweg trösten. Woher kommen diese großen Erwartungen, gerade im Advent? Das Weihnachtsfest ist ja zum einen natürlich das Fest, wo zumindest in der westlichen Welt die Geburt von Christus gefeiert wird, aber es ist auch immer mehr zu einem Familienfest geworden, wo man eben zusammenkommt und auch die heilige Familie quasi, das war so der Ursprung davon in der westlichen Welt, gefeiert wird. Und nun ist es natürlich so, dass dort, wo Familie gut funktioniert, dort freut man sich natürlich drauf, wieder zusammen zu sein und einfach miteinander zu feiern. Es gibt ja nichts Schöneres für uns Menschen, als mit anderen Menschen zusammen ein Fest zu feiern. Wenn das allerdings nicht funktioniert, wenn das so quasi das ganze Jahr hindurch schon nicht funktioniert, dann kulminiert es natürlich genau an einem solchen Tag, wo jeder die Erwartung hat, diesmal wird es doch funktionieren, und es funktioniert natürlich nicht, weil es noch nie funktioniert hat. Und dann ist es ein sehr desaströses Fest. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sich sehr fürchten vor Weihnachten. Aus diesen Gründen. Es gibt natürlich auch Menschen, die ganz liebgewordene Menschen verloren haben im vergangenen Jahr und dann das erste Mal ohne diesen Menschen feiern. Auch für die ist es sehr, sehr schwierig, dieses Fest dann auch so festlich zu begehen. Und in der Tat, wenn wir in einer emotionalen Situation sind, die für uns eine negative ist, eine bedrückende ist, eine bedrohliche ist, dann können wir das mit einem schönen Geschenk letztlich nicht kompensieren, sondern wen kann man das nur einfach mit einem liebevollen Umgang kompensieren. Und viele versuchen es aber dann über Geschenke quasi die Beziehung zu verbessern, und das funktioniert praktisch nie. Wie kann man denn sicherstellen, dass eigentlich alle dieselben Erwartungen haben, was jetzt den Weihnachtsabend betrifft? Wäre es da nicht klug, wenn sich die Familie davor einmal zusammensetzt und jeder sagt einmal, was er eigentlich gern hätte oder wie er diesen Abend begehen würde? Dann würde man doch im Vorhinein schon ein bisschen spüren, okay, wenn wir dieses machen oder jenes, dann ist es sicher nicht mehrheitsfähig. Würden Sie das empfehlen? Es fällt natürlich dann jeglicher Form der Überraschung weg, und es ist schon etwas Wunderschönes, wenn es auch eine Überraschung gibt im positiven Sinn. Wenn es natürlich eine negative Überraschung ist, dann kann man leicht darauf verzichten. Also es empfiehlt sich schon, dass man vorher darüber spricht, wie man das Fest gestalten möchte. Vor allem ganz wesentlich ist, dass man auf den anderen eingeht, was er gerne hätte, was er sich wünschen würde. Insgesamt ist es aber hochproblematisch, wenn wir mit hohen Erwartungen in so ein Fest gehen. Denn was heißt erwarten? Erwarten heißt, ich habe es jetzt schon und brauche nur mehr darauf zu warten, dass ich es quasi abhole. Und wenn ich es dann bekomme, dann ist es im besten Fall so, dass ich halt das, was ich eh schon vorher gehabt habe, wieder habe, und da ist es auch kein großes Fest. Und im schlechtesten Fall wird diese Erwartung enttäuscht, und dann ist es natürlich besonders desaströs.
Daher empfiehlt es sich eher, etwas zu erhoffen, einfach hier offen zu sein dafür und alles dafür zu tun, damit es ein schönes Fest wird. Und da bin ich, denke ich, bei einem ganz wesentlichen Punkt. Die meisten dieser Feste scheitern einfach daran, dass alle darauf warten, dass es ein schönes Fest wird. Aber ein schönes Fest kann es nur werden, wenn wir ein schönes Fest daraus machen. Wenn jeder Einzelne ein schönes Fest daraus macht. Und es kann es nicht so sein, dass alle nur warten, weil wenn alle nur warten und keiner etwas dafür macht, dann wird es in keinem Fall ein schönes Fest. Es gibt von Jonathan Franzen einen wunderbaren Roman, Die Korrekturen, der ist Anfang dieses Jahrtausends erschienen, wo es sich in ungefähr 800 Seiten genau darum dreht, dass eine amerikanische Mittelklassefamilie im mittleren Westen, da will die Mutter noch einmal, weil der Vater ist krank und sie hofft, dass die Kinder, die in ganz Amerika verstreut sind und selber Familien haben, sich noch einmal trifft zu einem schönen Weihnachtsfest. Die Kinder fürchten sich von Anfang an davor und zum Teil auch die Schwiegerkinder der Mutter versuchen alles Mögliche und Unmögliche, um diese Veranstaltung zu verhindern, weil man den Eindruck hat, die wissen, das ist eigentlich eine fast verlogene Veranstaltung. Diese Familie hat sich auseinandergelebt und dann hier heile Welt zu spielen, ist eigentlich das trifft nicht das, was die Menschen im Herzen tragen. Kann man Weihnachten nochmal ausfallen lassen unter solchen Auspizien? Es wäre furchtbar, wenn wir ein Fest ausfallen lassen, aus einem einfachen Grund, weil ein Fest ja immer im Idealfall zur Freude führt. Und Freude gibt uns Kraft und gibt uns genau die Kraft, die wir brauchen, um mit den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu werden. Und es wäre furchtbar, auf ein Fest zu verzichten. Man sollte sich eher die Frage stellen, wie man dieses Fest besser feiern kann. Ich möchte so glauben, nur weil jetzt Weihnachten ist und ich lade alle ein und wir tun halt so, dass es so wie die heilige Familie ist, dann wird es natürlich schief gehen und dann kann es kein Fest werden. Aber man könnte ja auch einen neuen Weg versuchen, Weihnachten auch ganz anders zu sehen. Zum Beispiel Weihnachten als einen Neubeginn zu sehen. Das ist aber der ursprüngliche Gedanke an und für sich bei Weihnachten. Weihnachten ist ja nicht von den Christen erfunden worden. Weihnachten ist schon viel früher gefeiert worden, allerdings eben nicht Christi Geburt natürlich, sondern es ist die Wintersonnenwende gefeiert worden als ein Neubeginnsfest. Und das war für die Menschen schon sehr früh offensichtlich etwas ganz Besonderes, dass sie gemerkt haben, jetzt werden die Tage wieder länger und irgendwann einmal wird auch wieder alles zu blühen beginnen und irgendwann einmal werden wir auch wieder Früchte zur Verfügung haben. Und das wurde gefeiert und das wurde übrigens am 25. gefeiert, weil dort nach dem julianischen Kalender die Wintersonnenwende ist. Jetzt nach unserem Kalender ist es ja am 21. Dezember und und deshalb, die Christen haben das dann letztlich übernommen haben zur gleichen Zeit wie der Mithraskult seine große Feier gehabt hat, den Sol Invictus, also den Sonnengott hier gefeiert haben, dann einfach übernommen. Und das hat übrigens dazu geführt, weil Sie gerade Amerika erwähnt haben, dass im Jahr 1659 in Massachusetts Weihnachten verboten worden ist als heidnisches Fest, weil man eben diesen Ursprung erkannt hat. Also Weihnachten ist durchaus ein umstrittenes Fest gewesen, auch bei Puritanern, dass man das feiert. Das große Fest war ja eigentlich von den Christen von Beginn an das Osterfest und sich die Auferstehung zu feiern. Das Weihnachtsfest ist, wie gesagt, erst relativ spät eingeführt worden, so im 4. nachchristlichen Jahrhundert. Sie haben das vorher schon erwähnt, dass zu welchen unangenehmen Konsequenzen es führen kann, wenn man ein Geschenk bekommt, dessen Wert jetzt dem Anlass nicht angemessen ist, weil es zum Beispiel viel zu teuer ist. Kann man so ein Geschenk ablehnen, zurückweisen? Das ist ein ganz besonders schwieriges Kapitel, denn natürlich ein Geschenk zurückzuweisen, das vom Herzen kommt, ist natürlich in jedem Fall eine
ganz massive Belastung der Beziehung. Wenn es ein Geschenk ist, das quasi gemacht worden ist, weil derjenige ja eigentlich etwas bezwecken wollte, da gibt es ja fließende Übergänge zur Korruption. Also ich schenke jemand etwas und der weiß gar nicht, welche Leistung er dafür zu bringen hat. Das mag ja da und dort einmal vorkommen. Dann kann man ein solches Geschenk natürlich zurückweisen und man soll es sogar auch zurückweisen, denn es wäre ganz furchtbar, wenn man es nicht zurückweist, weil man sich ja mit auch strafbar hier machen würde. Also es kommt sehr darauf an, ob es ein Geschenk ist, das in einer engen Beziehung gemacht worden ist und was das dann letztlich auch für diese Beziehung bedeutet. Wenn keine besondere Beziehung bestanden hat, dann wird auch nicht allzu viel passieren und dann sollte man es auch zurückweisen. Was man in keinem Fall machen sollte, ist, sich unter Druck setzen zu lassen, dass man das dann im gleichen Wert wieder zurückschenkt. Und eine der probatesten Methoden ist, indem man einfach ein Geschenk mit sehr hohem symbolischen Wert zurückschenkt. Also nicht mit einem hohen ökonomischen Wert, sondern einem hohen symbolischen Wert zurückschenkt, was dem anderen dann auch zeigt, einerseits, dass es ein zu teures Geschenk gewesen ist, aber gleichzeitig, dass er sich offensichtlich oder sie sich nicht allzu viel gedacht hat bei diesem Geschenk. Sie haben das ganz am Anfang schon erwähnt, dass es ja fast keine Möglichkeit gibt, ein Geschenk zu machen, ohne dass man sich nicht doch was dabei denkt, ist die höfliche Umschreibung für doch irgendeine Form der Gegenleistung erwartet. Ist man verpflichtet, wenn man ein Geschenk bekommt, bei nächster Gelegenheit ein Gegengeschenk zu machen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Vor allem dann nicht, wenn es sich um eine schöne und gute Beziehung handelt, dann ist ja das größte Geschenk, dass man dem Schenker macht, dass man sich darüber freut. Und etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das, was wir Dankbarkeit nennen, wo wir Dankbarkeit jemandem zeigen. Und da sind wir bei einem sehr heiklen Thema, denn es gibt heute viele Menschen, die große Schwierigkeiten haben, Dankbarkeit auszudrücken, weil sie es als Schwäche erleben, als etwas, wo sie in eine gewisse Abhängigkeit geraten sind. Aber Dankbarkeit ist etwas ganz Wunderbares. Dankbar zu sein kann wirklich viel Freude machen und über diesen Weg gibt es uns auch wieder sehr viel Kraft. Und damit können wir etwas für uns selbst machen, wenn wir dankbar sind, aber auch für denjenigen, der es uns geschenkt hat. Also es braucht nicht unbedingt immer ein Tauschgeschäft, sondern diese Dankbarkeit kann man ja auch mit einem liebevollen Umgang zum Beispiel zum Ausdruck bringen, was oft ein viel größeres Geschenk ist, als dass man zum gleichen Juwelier geht und einfach noch einen größeren Ring kauft. Ich nehme an, diese Antwort, die Sie mir jetzt gegeben haben, gilt auch für den umgekehrten Fall, nämlich darf man sich von jemandem, von dem man ein Geschenk gemacht hat, darf man sich von der Person erwarten, auch was geschenkt zu bekommen? Auch hier haben wir wieder das Problem der Erwartung. Erwarten dürfen wir uns da praktisch nie etwas, weil die Chance, dass wir enttäuscht werden, relativ groß ist. Und selbst wenn die Erwartung eintrifft, haben wir nicht viel Freude damit. Aber das, was wir natürlich uns erhoffen, ist, dass es dem anderen Freude macht, was wir geschenkt haben. Und das wäre schon ein minimaler Ansatz. Und vor allem, dass es zu einer Verbesserung der Beziehung letztlich führt. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum wir schenken. Und auch schon ganz am Beginn, wo es ja bei diesem Schenken vorzugsweise um ein Einschenken gegangen ist, ist es darum gegangen, eine Beziehung aufzubauen. Also mit dem Fremden in Beziehung zu kommen, indem man ihn einfach bewirtet. Und genau das könnten wir uns und sollten wir uns erhoffen. Aber was Sie angesprochen haben, ist, dass natürlich auch der Beschenkte eine gewisse Verpflichtung hat dem Schenkenden gegenüber. Also nicht nur der Schenkende hat dem, den er beschenkt, eine Verpflichtung gegenüber, sondern auch der Beschenkte hat eine, wenn es darum gehen soll, dass wir einfach eine schönere und eine bessere Beziehung haben. Und man kann gerade über Geschenke relativ leicht Beziehungen aufbauen. Man kann aber, wenn man halt zum falschen Zeitpunkt das Falsche schenkt, leider auch Beziehungen verhindern. So ein Geschenk hat ja mehrere Dimensionen.
Eine Dimension ist sicher der ökonomische Wert, ein zweiter ist der symbolische Wert. Man könnte noch als Pragmatiker ergänzen, der Nutzwert. Also kann die Person, die etwas geschenkt bekommt, damit auch was anfangen. Würden Sie eine Hierarchie dieser Dimensionen herstellen wollen? Wonach soll man sich orientieren, wenn man jetzt ein Geschenk für jemanden aussucht? Ich denke, da kommt es sehr darauf an, auf die Situation und auf den Kontakt, den ich zu dem Menschen habe, den ich beschenke. Wenn das ein Mensch ist, der mir relativ fremd ist und auch in der Zukunft eher fremd bleiben sollte, dann empfiehlt es sich natürlich eher, ein Sachgeschenk hier zu wählen. Wenn es aber darum geht, eine Beziehung zu verbessern, dann geht es einfach darum, hier wirklich etwas Liebevolles zu schenken. Und liebevoll heißt einerseits, es auch liebevoll zu übergeben, aber vor allem auch liebevoll, sich in den anderen hineinzuversetzen. Womit könnte ich ihm denn eine Freude machen? Beziehungsweise, was muss ich auch vermeiden, um eben ihm nicht das Gegenteil erleben zu lassen? Und dann bekommt dieses Geschenk einen ganz besonders hohen Wert. Dann ist die Chance, dass die Beziehung dann verbessert wird, eben das, was hier als Agape-Geschenk bezeichnet worden ist, dass die Beziehung verbessert wird, dann sehr, sehr groß. Wir haben es schon ein bisschen gestreift, ich möchte es noch vertiefen. Kann man Geschenke ablehnen und wenn ja, unter welchen Umständen kann man das tun? Es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben für die Beziehung der beiden Personen, zwischen denen ein Geschenk jetzt abgelehnt wird. Was muss denn eintreten, damit man das reinen Herzens vielleicht doch tun kann, ein Geschenk abzulehnen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, etwas abzulehnen. Wir können jemanden mit einem kurzen Satz sagen, das mag ich nicht oder das nehme ich nicht. Und sich umdrehen und weggehen. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die Beziehung nicht verbessert wird, sondern dass wahrscheinlich diese Beziehung sogar auch unmöglich gemacht wird. Wir können aber auch versuchen, dem anderen klarzumachen, warum wir dieses Geschenk nicht annehmen können. Und wenn wir es ganz elegant gestalten wollen, dann verwenden wir das Wort noch. Also wir sagen, ich möchte das nicht, sondern ich möchte das noch nicht. Denken wir wieder an diesen Ehering, den man jemandem schenkt. Da kann man sagen, nein, das nehme ich nicht. Oder ich kann sagen, aus diesen und jenen Gründen nehme ich es nicht. Oder ich sage, ich nehme es aus diesen und jenen Gründen noch nicht. Dann hat man zumindest Zeit gewonnen. Wenn man sich ja keine Erzählung, keine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich habe mich einmal sehr interessiert für ein kleines Matchbox-Auto, das ich in einem Spielwarengeschäft in der Auslage gesehen habe. Ich wollte das unbedingt haben. Und dann hat sich jemand in meiner Familie erbarmt und hat es mir gekauft und geschenkt. Anlasslos, nur weil ich es gerne gehabt habe. Und in dem Moment, wo ich es hatte, war mein Interesse daran eigentlich, ich würde sagen, erloschen. Aber also die Erfüllung war bei Weitem nicht so, wie ich dachte, dass das vielleicht sein wird. Vorfreude ist offenbar die schönste Freude, sagt schon der Volksmund. Sehen Sie das auch so? Die Vorfreude ist etwas ganz Besonderes und besonders Schönes. Es ist aber auch etwas nicht ganz Ungefährliches. Wenn diese Vorfreude mit einer ganz bestimmten Erwartung verbunden ist, dann ist es natürlich, wenn diese Erwartung nicht ganz eintrifft, ist es natürlich ziemlich tragisch. Das kann jetzt sein, weil man das Matchbox-Auto nicht bekommt, dann ist auch eine desaströse Situation. Oder eben, wenn man es dann in der Hand hat, dann ist diese Spannung, bekomme ich es nicht. Und der Wert ist dann auch natürlich nicht mehr dieser. Denn alles, was man schon einmal hat, wird ja trotzdem bis zu einem gewissen Grad leider ein bisschen wertloser. Während wenn wir es noch nicht haben, dann hat es natürlich immer einen ganz besonders hohen Wert. Aber Vorfreude ist etwas Besonderes, nämlich nicht nur für den, der ein Geschenk bekommt, sondern auch für den, der schenkt.
Also das ist auch das Schöne an der Adventszeit, wenn man sich die Zeit nehmen kann und nicht in diesem allgemeinen, in der allgemeinen Beschleunigung letztlich untergeht. Aber wenn man sich Zeit nehmen kann, um Geschenke auszusuchen, dann ist einfach die Vorfreude auch, wie wird der andere darauf reagieren und wie wird er sich darüber freuen, wie wird er überrascht sein, dass er das bekommt, schon etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir nichts erwarten, sondern eher erhoffen. Denn wenn wir es erhoffen, dann ist, wenn es nicht eintritt, es viel, viel leichter auszuhalten, als wenn wir es erwarten, dann ist es in der Regel sehr, sehr enttäuschend. Und diese Enttäuschung wird dann meist dann auch übertragen und dann sind wir wieder dort, wo eine Beziehung nicht verbessert wird durch das Geschenk, sondern eher behindert wird. Ich würde gerne noch ein bisschen bei meiner Matchbox-Geschichte bleiben, sie aber jetzt umdrehen und sagen, hätte ich damals wochenlang oder monatelang darauf gespart, mein Taschengeld zusammengelegt, bis ich genau dieses Auto mir hätte kaufen können, das Spielzeugauto, dann, so vermute ich, hätte ich mich wahrscheinlich länger darüber gefreut, weil es mit einem hohen persönlichen Aufwand und vielleicht auch Verzicht, weil ich heute keine Schokolade oder kein Kaugummi oder kein, weiß nicht, sonst irgendwas gekauft habe, sondern das Geld zusammengehalten habe, damit ich mir endlich dieses Spielzeug kaufen kann. Dass die Freude dann offenbar länger anhält, als wenn man es sozusagen nur geschenkt bekommt. Würden Sie diesen Eindruck teilen? Es ist insgesamt so, dass wenn wir Geschenke bekommen und die mit Mühen verbunden sind, also wo wir etwas wirklich über längere Zeit dafür machen mussten, eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Auch wenn wir wissen, dass jemand anderer sehr viel dafür machen musste, um dieses Geschenk überhaupt zu ermöglichen, steigt der Wert. Also es ist nicht nur unbedingt der ökonomische Wert, sondern auch eine Form des symbolischen Wertes, der eben über die Akquirierung letztlich läuft. Und das wäre in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit so gewesen. Wobei es natürlich auch ganz wesentlich darauf ankommt, wer dann dieses Geschenk überreicht. Es gibt ja auch hier Menschen, von denen wir manche Geschenke sehr, sehr gerne annehmen. Und von anderen, wo uns das eher vielleicht sogar peinlich berührt, genau das gleiche Geschenk. In beiden Fällen ist es etwas, was ich mir selbst wünsche, dass ich es habe, aber ich hätte es lieber von dem anderen bekommen, als von dem, der es mir letztlich geschenkt hat. Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass man sich einer Person gegenüber vielleicht gerne verpflichtet fühlt, einer anderen aber möglicherweise nicht, weil man vielleicht schon befürchtet, der wird irgendwann einmal einen Gegengefallen einfordern dafür. Insofern ist das mit dem Schenken eigentlich was sehr Doppelbödiges. Also dann, wenn es ein Pflichtgeschenk wird, so wie das ja Wilhelm Schmidt gesagt hat, dann ist es in der Regel schon sehr, sehr problematisch. Aber auch im Beziehungssektor ist es ja so, dass wir mit manchen Menschen eine innigere Beziehung eingehen wollen, als wir das mit anderen Menschen eingehen wollen. Und wenn jetzt quasi der falsche Mensch ganz besonders viel einem schenkt, wo man aber gar nicht eine so innige Beziehung haben möchte, dann kommt man zwar jetzt nicht in eine Verpflichtung, aber doch gewissermaßen unter Druck, beziehungsweise man wünschte sich vielleicht das Geschenk zu bekommen von jemand anderen. Und besonders tragisch wird es dann, wenn das die gleiche Person ist, nicht? Wo wir ein bestimmtes Bild von dieser Person haben und wir wollten eigentlich das von dieser Person unter diesem Aspekt geschenkt bekommen und bekommen es aber nicht unter diesem Aspekt geschenkt. Also gerade in der Liebesbeziehung gibt es da oft ganz massive Verflechtungen, die dann auch wirklich zu ganz dramatischen Erlebnissen führen können. In der Liste, die Sie vorher zitiert haben, das Danae-Geschenk, an dem können wir jetzt nicht vorbeigehen, das ist eine wirklich interessante Angelegenheit, denn die Trojaner haben sich ja eigentlich gedacht, das ist nett, wir werden zwar belagert, aber die schenken uns was. Und haben dann übrigens das Friedensangebot oder was tun wir jetzt damit und so. Und auf die Idee, dass das sozusagen der Beginn ihres Untergangs ist, wären sie ja niemals gekommen. Danae-Geschenke oder trojanische Pferde sind also offenbar
trickreich, nützlich und damit eigentlich das Gegenteil von dem, was Schenken sein sollte. Andererseits, wenn es nicht so blutig ausgeht, wie im alten Troja, könnte man auch sagen, das eine oder andere Mal kann man vielleicht auch einen kleinen Gag damit verbinden, oder? Also, Troja war ganz sicher kein Gag und es war ganz sicher etwas ganz, ganz Dramatisches. Aber natürlich kann man auch einmal einen Gag schenken, ohne Zweifel. Aber ich denke, es gibt zwei Formen des Danae-Geschenkes. Das eine, das auch wirklich bewusst gesetzt wird, also so wie es die Griechen gemacht haben, dass sie ganz bewusst ein Geschenk gemacht haben, wo es klar war, dass der andere sich nur sehr kurz über dieses Geschenk erfreuen kann. Aber es gibt ja auch dieses Danae-Geschenk, das eigentlich gar nicht beabsichtigt ist. Und das ist für den Schenkenden besonders dramatisch, nicht? Wo er jemandem etwas schenkt, im guten Glauben, und dann geht es schief. Also ich denke an so ganz tragische Fälle, ein Sohn bekommt ein Moped geschenkt und man freut sich unglaublich und er verunglückt dann mit diesem Moped. Also es gibt auch dieses Danae-Geschenk, das ganz sicher nicht beabsichtigt gewesen ist. Und deshalb denke ich, ist das Schenken insgesamt ein hochkomplexer Vorgang. Wir glauben, es genügt, dass wir einfach irgendwo hingehen und ein bisschen was kaufen und das dem anderen in die Hand drücken. Aber wie unser Gespräch auch heute zeigt, es ist ein hochkomplexer Vorgang, wo wir wunderbare neue Welten eröffnen können und auch Beziehungswelten eröffnen können. Aber wo wir auch wirklich Desaströses heraufbeschwören können und ganz Furchtbares letztlich induzieren können. Damit just dieses nicht geschieht, nämlich dass Ihnen am Ende etwas geschenkt wird, das letztlich zum Unheil beiträgt, was wünschen Sie sich denn vom Christkind oder von Weihnachten, zu Weihnachten? Diese Frage ist insofern schwer zu beantworten, weil es darauf ankommt, von wem ich mir was wünsche. Und ich werde jetzt von all den Menschen, die mir besonders nahe stehen und wo ich natürlich auch meine Wünsche habe, das werde ich hier jetzt nicht so sehr sagen. Schade. Aber ja, das wäre vielleicht auch nicht so interessant. Aber ich wünsche mir etwas schon wirklich ganz vom Herzen. Für uns alle letztlich, dass wir einfach wieder liebevoller miteinander umgehen und dass wir auch uns eben diesen liebevollen Umgang letztlich schenken, denn damit können wir auch dann wirklich letztlich zu einer besseren Welt beitragen und dann sind wir nicht nur die, die etwas schenken, sondern gleichzeitig auch die Beschenkten. Wir sehen uns das nächste Mal hier im Klangtheater im Februar. Das Thema lautet: Wir riechen viel besser, als wir glauben. Zum Stellenwert der Gerüche und des Riechens in unserem Leben. Ein sehr olfaktorisches Thema. Was dürfen wir denn da genau erwarten? Wir glauben immer, dass wir vor allem optisch determinierte oder auch akustisch determinierte Wesen sind und vergessen ganz, wie wichtig das Riechen in unserem Leben ist. Sowohl bei der Nahrungsaufnahme natürlich, auch wenn wir etwas trinken, aber ganz wesentlich im Zusammenleben. Und welche Funktion das Riechen in unserem Leben haben kann und in unserem Zusammenleben hat, darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende des heutigen Gesprächs angekommen. Herr Professor Musalek, vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrer Expertise wieder zur Verfügung gestanden sind. Dieses Gespräch gibt es in Einzelteilen wie immer als Podcast, den Sie ab morgen unter podcast.orf.at oder unter sound.orf.at abonnieren können. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Rahmen wiedersehen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Professor, für diesen interessanten Abend.